Der FC Barcelona kann seiner Favoritenrolle hier nicht gerecht werden. Überhaupt nicht. Das war ein Fehler, wie man sie eigentlich sonst nur von technisch nicht so versierten Mannschaften sieht. Und das Barcelona, das kann, da müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Aber wenn wir uns die Noten mal angucken. Kurz Zuma und Piqué, beide mit einer 4,5. Eine stabile Innenverteidigung, die sieht wirklich anders aus. Busquets, der beste Vorbereiter, komplett abgemeldet heute. Mit einer 4, Thiago eine 4, Fabregas vielleicht noch der Mann vorne, der da am meisten rausgestochen hat. Neymar eine 4,5. Götze, ganz schwach. Katastrophaler Tag, 5,0 und eine gelbe. Und selbst Lionel Messi vorne. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, das hätte ich machen sollen, weil ich jetzt nicht wusste, da die natürlich vorne den Messi noch reingenommen haben. Und ich hatte ja eigentlich diese Sonderbewachung auf den Stürmer, wo mir der Name nicht einfällt. Ich glaube, Angelo Hernández Henríquez, so ist es. Der müsste, glaube ich, der Stürmer sein, auf den ich mich bezogen habe. Macht nichts. Besser kann man das nicht machen. Brooks, bester Spieler. Endlich mal setzt der Fußballmanager auch wirklich das um, was man visuell sehen konnte. Der hat ja wirklich jeden Zweikampf gewonnen. Und der stand auch nicht immer so gut wie heute, um das mal so zu sagen. Der stand wirklich da, wo er hin muss. Also der ist nicht vorne rumgelaufen. Er konnte die Angreifer stellen. Und das war wirklich dann der entscheidende Punkt. Coleman war gut. Magai Gay, da muss man gar nicht drüber reden. Der ist immer gut, egal was er macht in den letzten Wochen. Einzig Schorkschoss und Fossen mit einer 4. Leider bekommen Juri und Fischer keine Note mehr, aber beide natürlich mal wieder klasse. Juri vorbereitet, Fischer in seiner unnachahmlichen Art und Weise einfach das Ding da mal wieder verwandelt. Die Mannsprachen haben alle funktioniert und wie wir denen den Spaß am Fußball genommen haben. Also die werden da wirklich mit hängenden Köpfen zurück in den Flieger steigen und ab nach Katalonien, nach Spanien düsen. Ballbesitz 60% gegen Barcelona, das ist eine Bankrotterklärung. Normalerweise sieht das anders aus, nämlich genau getauscht. Fast 4000 Männer da mitgekommen aus Spanien. Zwei Schüsse, noch nicht mal einer. Ja, das stimmt nicht, ne? Also null Schüsse aufs Tor. Kosemans musste ja wirklich den einen fangen, festhalten. Minimum einen. Vielleicht ist denen auch einfach das Wetter nicht bekommen. 13 Grad und natürlich Regen, was denn auch sonst? Das ist wirklich der Vorteil, wenn du in England spielst. Du zwingst denen dein Wetter auf. So, wollen wir mal gucken. Spieler des Spiels natürlich Brooks. Okay. Chelsea ist die zweite englische Mannschaft, die durchkommt. Bayern 1:1, das war zu wenig, die hätten ein Tor mehr schießen müssen. 76. hat Mandzukic da ausgeglichen. Bei uns ist alles klar, zu 0 gespielt gegen Barcelona, nicht verloren in beiden Partien, also das ist genau wie damals mit Nürnberg. Ich weiß gar nicht, ob am Ende dann auch der Titel rausgesprungen ist. Es wäre natürlich ein schönes Déjà-vu, kann ich jetzt nicht abstreiten. So, United hat im Rückspiel 4:1 gewonnen gegen Valencia. Also das ist natürlich dann ein Ausrufezeichen, mal wieder, von der momentan wohl besten Mannschaft Englands. 6:1 in der Addition gegen Valencia, überhaupt keine Chance gehabt. Und da sieht man eben, die beiden spanischen Vertreter, die noch dabei waren, Barca und Valencia, sind wirklich kläglich, muss man sagen, raus. Ich meine, Valencia, da erwartet niemand was, aber bei Barcelona kannst du eigentlich davon ausgehen, dass sie jedes Jahr ins Finale wollen. Gewollt haben sie es bestimmt, sie konnten es halt nur nicht umsetzen. AS Rom, die haben anscheinend ein bisschen geschnarcht. Die haben die Dinger bestimmt nicht ernst genommen, die 90 Minuten hier. Haben da hinten gelegen zur Halbzeit. Gegen Besiktas. Ich meine, es hätte viel passieren müssen, dass die hier rausfallen. Haben wir es am Ende doch noch gewonnen. 7:3 in der Addition. Das heißt, wir haben eine italienische Mannschaft dabei. Drei englische. Und das war's. Also absolute Dominanz der Premier League. Tore schießen, keine kriegen, sagt Anna B. aus Liverpool. Und genau das haben wir heute gemacht. Der Trainer Antonio Pereira Correoso von Barca. Es ist ein klar verdienter Sieg des FC Everton. Zum einen war der Gegner so gut und zum anderen waren wir schlecht. Wir hatten von Beginn an Probleme ins Spiel zu kommen. Der FC Everton war sehr aggressiv. Das Ergebnis geht voll in Ordnung. Da stimme ich dir absolut überein, lieber Herr Amtskollege. Fairplay. Nui hat sich, Gott, nur zwei Tage, Gott sei Dank, ich hatte gerade schon wieder Angst bekommen. Und auf Kagawa müssen wir ja eh verzichten. Serge Aurier gegen Florian Brooks. Das ist quasi die Vergangenheit gegen die Zukunft. Vergangenheit, damals in Nürnberg, Aurier war unser Rechtsverteidiger. Den haben wir nicht ziehen lassen, das hat nachher dann Nürnberg selber erledigt. Und Brooks haben wir quasi von Nürnberg mitgenommen.
Und der ist jetzt 31 Millionen wert, eine Stärke von 82 mit 19. Also da kommt noch einiges. Und die nächste Saison, die werden wir auf jeden Fall noch erleben. Und was dann aus den Jungs wird, aus Robinson, aus Brooks, aus Chris Newey. Das wird schön zu sehen sein. Gut, wir gehen in die Auslosung, Leute. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das gewertet wird. Ob jetzt, sagen wir mal, die immer noch mit den Gruppen erstens, die dann auswärts zuletzt spielen, nee, zuerst spielen, so war das. Oder ob es jetzt einfach neu gewürfelt wird. Chelsea, ich würde mir eigentlich Rom wünschen, aber wir kommen eh Chelsea. Ich habe ein Schwein im Moment. Das kann nicht wahr sein. Also, ich habe mir Rom gewünscht und wir bekommen Rom. Englisches Duell, Chelsea gegen Manchester United. Absoluter Klassiker natürlich. Und das heißt, eine englische Mannschaft ist Minimum im Finale. Chelsea nach 2012 die nächste Möglichkeit, das Ding zu gewinnen. Manchester United, wann war das denn? 2008, wo sie das zuletzt gewonnen hatten. Krasse Auslosung. Also ich glaube, da ist alles möglich. Aber nicht Rom unterschätzen. Das wäre wirklich fatal. Kevin Miralas, 13 Millionen bieten die tatsächlich. Tottenham Hotspur. Unterzeichne ich sofort. Landström, die bieten 2,6. Der ist 3,10 wert. Werde ich auch unterzeichnen. Gassama natürlich ablösefrei. Da haben wir noch die Europa League. Aston Villa. 0-0 im Rückspiel, da ist überhaupt nichts mehr passiert. Musste aber auch nicht. Spartak Moskau und Manchester City haben es hier zweimal fertig gebracht, 0-0 zu spielen. Dann letztendlich im Elfmeterschießen entschieden worden für City. Und selbst da hat Moskau nur ein Tor geschossen. Absolute Minimalisten. Arsenal, auch im Rückspiel, Maxwell trifft schon wieder. Also da muss ich mir ernsthaft Gedanken machen, ob wir den nicht holen im Sommer. Ich glaube, die schießen dann vorne alles kaputt. 6-0 in der Addition gegen Bremen. Und letztendlich dann Genua hat es auch geschafft. Hätte mich auch gewundert. Nach dem Hinspiel 2-0 schon auswärts gewonnen, dann 3-2 zu Hause. War aber auch ein bisschen ja Arbeit, würde ich sagen, für die. Mussten dann nochmal nachlegen. Alles klar. Woche ist wieder sehr kurz. Einige noch 2,6 Millionen für den FC Everton. John Lundstrom, er hat einfach keine Chance mehr. Aber das ist einfach logisch. 13 Millionen für Miralas, ich meine, besser geht's nicht. Du bekommst einen Topverdiener runter. Ich glaube, der drittmeiste Kohle, die er verdient. Im Kader überhaupt. Und dann noch 13 Millionen für einen 30-Jährigen. Kannst du nicht meckern. Wenn der natürlich den Vertrag jetzt ablehnt, haben wir ein Problem. Also nicht zu früh freuen. Also wenn die dem nicht so viel bezahlen wollen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, Tottenham ist ja normal so eine Mannschaft, ein Verein, die das können. Fanartikelproduktion abgeschlossen, das heißt, da können wir wieder was Neues uns gleich angucken. Aber erstmal machen wir hier die News fertig. Ich meine, besser hätte es wirklich nicht laufen können. Also dieses Champions League Viertelfinale, perfekt. Ich meine, es ist schade, dass jetzt wirklich Barcelona schon raus ist. Das macht halt wirklich immer die Würze aus. Also theoretisch dann Barca Halbfinale oder Finale. Aber so war es halt ausgelost worden. Innenbanddehnung von Newey, der ist aber jetzt gleich wieder fit. Nehme ich mal an, Verletzungen müssen wir nicht gucken. 4 Millionen haben wir hier bekommen. Prämie von 4 Millionen an Fernsehgeldern und Sponsorenzahlungen. AS Rom, perfektes Los, wie schon angedeutet. Miralas, Landström, Gassama. Scouting abgeschlossen von Freiburg. Miralas wird wechseln. 1.7. für 13 Millionen. Das heißt, das Problem haben wir dann wirklich schon weg. Ich meine, es ist ja eigentlich kein Problem. Nur das heißt, du kannst dich natürlich dann auch anders orientieren. Du kannst vielleicht sagen, ich ziehe dann wirklich Coleman nach hinten auf die Rechtsverteidigerposition als Backup für Brooks, weil der wird auch nicht jünger. Und dann guckst du dann, ob du dann irgendwie eine perfekte Ergänzung noch für Thorgan Hazard für die Seite kriegst. Mal gucken, ist alles Zukunftsmusik, aber da freue ich mich schon drauf, auf die nächste Transferphase. Ich meine, wir sehen jetzt Anfang April, es ist noch ein bisschen. Dann kommen demnächst noch die Laien noch. Ob da Spieler zurückkommen, ob die verpflichtet werden. So, Gassama, der geht auch ablösefrei. Blackburn ist an Campbell interessiert. Links, ja gut, rechts wäre es natürlich eine Sache. Also der könnte das theoretisch auch mit 27. Ich meine, eigentlich hätten wir da schon den Spieler, ne? Den wir bräuchten. Ist ein Dribbler. Taktisches Verständnis ist sehr gut. Ausdauer ist gut, kurzer Pass. Dribbling, Ballkontrolle ist auch in Ordnung. Ich meine, wir könnten ja mal einsteigen drauf. Transfervorbereitungen. Ist auf unserer Beobachtungsliste. Und dann gehen wir das mal an. Finanzielle Schmerzgrenze. Ich weiß natürlich jetzt nicht, auf wie viel sich die geeinigt haben mit denen. Großzügiges Angebot. Ich glaube, wir fangen mal bei 7 an.
Weil 7 ist nicht Marktwert, ein bisschen drüber noch. Ich glaube, das sollte eigentlich gehen. Kevin Campbell hat sich ja bewährt in Italien. Also du kaufst da jetzt keine Wundertüte, wenn du es denn machst. Das passt schon. Scouting abgeschlossen. Roberto Insigne auf Stufe 10. Hat leider nur die 65. Also letzte Folge, glaube ich, eine 70 angegeben gewesen, aber das war nur temporär. Begrenztes Talent, komm, mach mal sofort weiter. Halten wir uns gar nicht auf. Also bei dem Kader, den wir haben, da können wir jetzt wirklich nur noch Top-Kräfte gebrauchen. Oder eben Youngster, ne? Aber die haben wir ja aus der eigenen Jugend zuhauf. Aus der Zonenmannschaft. So, was wollte ich machen? Ich glaube, ich wollte mir Spieler angucken, die es auch wieder gab. Blickfeld ist schon mal ganz in Ordnung. Es geht hauptsächlich heute um Linksaußen und Stürmer. Fangen wir, glaube ich, mal die Linksaußen mal an. Der erste ist Memphis Depay, FC Liverpool. Da haben wir auch das erste Problem gleich wieder. Gut, der könnte auch Sturm spielen, der könnte rechtes Mittelfeld spielen. Mit 24. Also ich meine, wenn der jetzt nicht bei Liverpool spielen würde, wäre der auf jeden Fall auch ein Kandidat für diese Seite. Ne? Wenn jetzt Miralas geht, wäre schön. Also es wäre eine klasse rechte Seite dann zusammen mit Thorgan Hazard, Memphis Depay. Lasse ich mir auf jeden Fall mal hinter den Ohren. Erik Lamela vom AS Rom, also quasi unseres nächsten Gegners, hat seine Stärke links außen, rechts außen auch, linkes Mittelfeld, es ist alles relativ ähnlich. Auf einer 78... Rechtes Mittelfeld hätte ich gut gefunden. Nein, für linke Seite Kagawa, da haben wir noch G. 17 Millionen ist auch nicht mal eben so bezahlt, obwohl wir natürlich ein gutes Transferbudget haben. Da gefällt mir die Konstanz nicht. Also ich glaube, Minimum 60 bräuchten wir schon für einen Spieler, zumindest der 26 ist. Und da kann man das, glaube ich, schon erwarten. Und Jorginho Wijnaldum, den haben wir auch noch vom PSV Eindhoven. Also ich hatte es nicht geschafft in meinem Spielstand zu einem großen Verein. Ansonsten spielt er, glaube ich, in München, bei den Bayern. Irgendwo bei Madrid habe ich den, glaube ich, auch schon gesehen. Beim guten Barney, der seine mal schöne Grüße rüberschicken. Der ist im Moment in Spanien. Bei ihm spielt er ja bei 1860 München. Und das ist gar nicht schlecht. Nur hier bei uns ist er immer noch bei Eindhoven und das schon seit 2011. 224 Spiele gemacht, also sehr treuer Spieler. Publikumsliebling, flexibel. Rechtes Mittelfeld, 77er Fähigkeit. Ja gut, er verliert dann ein bisschen was gegenüber den Außenpositionen, wo er eigentlich seine Stärke hat. Könnte man auch machen, ne? Man könnte jetzt auch sagen, ich hole mir Wijnaldum noch mit 27. Es wäre nicht allzu teuer. Ich glaube, ich muss den nächsten Blickfeld mal rausschmeißen. Muss ich wirklich nur die Jungs da reinnehmen, wo ich mir wirklich was vorstellen könnte. Okay, das waren, glaube ich, die Linksaußenspieler. Jetzt haben wir noch zwei Stürmer. Mit Castaños, den ich auch ganz gerne mag. Der hat aber so ein bisschen abgebaut. Newcastle, ne? Das ist schon sehr lange da. 2014 ist er hingegangen, fast 4 Jahre schon in England. Und da nur 66 Mal gespielt, obwohl natürlich die Quote da nicht schlecht ist mit 35 Toren. In dieser Saison noch kein einziges Spiel. Noch kein einziges Spiel gemacht. Und das musst du eigentlich dann nutzen. Stürmertyp geht steil, das haben wir, glaube ich, auch nicht. Das müsste man eigentlich nutzen. Luc Castaños. Mal gucken, was die... Ja, will den Spieler halten. Ich habe jetzt darauf gehofft, dass die den abgeben wollen. Wir versuchen das mal mit 4,5 Saisonende. Alan Pardew soll sich da mal Gedanken machen. Ja, wir haben viele Stürmer. Wir haben ja Ibisevic, wir haben Fossen, wir haben den guten Fischer natürlich. Und dann jetzt noch vielleicht den Castaños dabei. Wäre vielleicht ein bisschen viel. Und natürlich nicht vergessen, hier, Transfergeschichte Nummer 1. Kevin Maxwell. Dann hätten wir, glaube ich, zu viel. Ich glaube, da müssten wir irgendeinen verkaufen. Irgendwie, ja, Pfosten tue ich mich schwer mit, weil der einfach so eine gute Quote hatte. Fischer ist erst neu gekommen. Ibisevic kommt erst neu. Wisst ihr was? Ich will das nochmal probieren hier. Bei Maxwell klappt es noch nicht. Aber das macht überhaupt nichts. Wir können nämlich abwarten. Wir sehen jetzt Halbfinale der Champions League. Das heißt, nächste Saison dürfte sich eigentlich da noch was tun für uns beim Prestige. Und dann könnte es sein, dass der das anders sieht. Genau, Infrastruktur, da wollte ich gucken. Das habe ich nicht geguckt, wie viel Geld wir noch haben. Macht nichts. Trainingsdingsbums kann ich nicht. Das wäre schön gewesen. Das ist relativ billig. 900.000, das geht auch noch nicht. Vielleicht, was haben wir denn hier noch? Stadion zweite Mannschaft. Ich weiß nicht, ob das Ding ausverkauft ist. Nee, ich glaube nicht. Für die Jugend könnten wir das Ding mal ausbauen. Können die 2000 Zuschauer beherbergen. Ist eigentlich Quatsch. Aber es kostet fast nichts und sieht schöner aus. Etwas größeres Stadion.
So, ein Abonnent hatte mich gefragt, ob ich nicht bei seinem Jugendspieler, das ist er hier, Tobias Ballack, da nicht bei dem Trainingsziel mal gucken könnte, beziehungsweise einen Mentor einstellen. Dribbling, was ist er? Linker Mittelfeldspieler, ist ein Spielmacher. Schnelligkeit kann er auch machen. Ausdauer ist auch immer wichtig. Flanken, natürlich für einen Außenspieler. Und jetzt wollen wir mal gucken für die Geschichte hier. Links Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, dass wir da noch einen Mentor finden. Bakali, Fischer, Gay. Gay wäre doch eigentlich klasse. Ich glaube, da lernt er was. Wir haben sowieso ein bisschen wenig Mentoren, aber das ist meistens auch deswegen, weil die halt schon so gut sind. Ich habe es ja schon mal erklärt. Brooks könnte das hier für Ivancic übernehmen. Macht er auch mal. Burgener. Burgener ist auch nicht schlecht mit 17, schon eine 62. Unter durchschnittliche Noten, da müssen wir mal einen Privatlehrer anstellen. Ja, hier sieht es wieder dünner aus, ne? Seht ihr bei dem? Der ist einfach schon zu gut. Wie sieht es denn bei der A-Jugend aus? Bei den Mentoren auch nur zwei. Semi-Best. Ich gucke einfach mal, ob das hier irgendwie möglich ist. Da haben wir noch einen. Wes Fletcher. Und ja, hier unten, da kommt sowieso noch das Obst, was wir nicht unbedingt brauchen. Jaron Angel, der könnte auch noch einen gebrauchen. Ist 15, durchschnittliche Noten, da machen wir auch immer. Geht es hier? Kagawa. Ja, er kann im Moment wirklich nur Mentor sein, weil trainieren kann er ja nicht. Leider Gottes. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich meine doch noch, ich hätte irgendwas noch gehabt, aber ich weiß nicht mehr was. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gucken wir erstmal noch hier in die Zeitungsberichte. Landström kommt, geht zu Southampton. Für ihn dann endlich eine Chance, dann wirklich regelmäßig zu spielen. Tottenham-Fans feiern Curtis Davis, den Manager des Spurs, weil er diesen Coup eingefädelt hat. Derek Creswell zu Southampton. Ja, 3 Millionen. Möchte gerne bleiben bei uns. Ja, aber irgendwann ist dann auch wirklich mal die Schwelle überschritten. Und auch hier ein Deutscher hier Manager bei Mansfield Town in der vierten Liga. Ja, das ist ganz klar. Machen wir natürlich auch. Paul Southern, auch diese 300.000, die wir gefordert hatten. Ja, besser geht's doch nicht. Besser geht's doch gar nicht. So, Saisonfinale. 5 Spiele haben wir noch. Wir haben 3-mal grün, 2-mal gelb. Obwohl Tottenham als grün angezeigt wird, ist natürlich auch schon Hammer, ne? Also eigentlich sind die Spiele alle nicht leicht. Bis auf Queen's Park vielleicht zu Hause. Und dann Manchester auswärts, das ist natürlich das absolute Top-Duell am viertletzten Spieltag. Dann Aston Villa zu Hause, Tottenham zu Hause und dann noch am letzten Spieltag auswärts bei den Rovers. Die auch noch eine Chance haben, ne? Auf Platz 6. Da noch international zu spielen, in Liverpool noch zu überholen. Liverpool hat es nämlich auch nicht einfach. Die haben beide Manchester-Clubs. Die haben noch Tottenham und auch noch Sunderland. Also da kann auch was gehen. Das leichteste Programm würde ich fast mal sagen, dass das die Jungs von City haben. Ja, ich glaube schon. Weil Chelsea hat noch Tottenham, die haben noch Fulham und die haben noch Newcastle. Und das vor allen Dingen auswärts, die beiden hier. Also für City ist da noch alles möglich. 5 Punkte momentan hinten, hinter United. Vielleicht das einzige Spiel gegen Liverpool, wo sie sich ein bisschen schwer tun könnten. Das wird auf jeden Fall wahnsinnig spannend werden, diese Saisonfinale. So, der Goodison Park. Der ruft, wir sind immer noch von der Form, werden mir hier schlecht angegeben, obwohl ich nicht verstehen kann. Wir haben gerade Barca rausgeschmissen. Und auch in der Liga wirklich auf Platz 3 unterwegs. Gut, das Bolton-Spiel, das war wieder ein Rückschritt, aber wir sind ja nicht gefallen, wir haben nur gewankt. Die sind 13. Die Form ist momentan gut. Das Spiel war 1-0, also sehr knapp. Liverpool gegen Man United. Ich meine, besser geht's nicht. Entweder verliert Man United vorne Punkte, das heißt, wir könnten ranrücken, oder Liverpool verabschiedet sich komplett um den Kampf um die Champions League. Und ja, auch der Rest ist nicht verkehrt. Blackburn gegen Arsenal und Newcastle gegen Chelsea. Wir müssen auf City aufpassen, ne? Die haben jetzt das Reading-Spiel. Und da ist ja momentan auch überhaupt nichts zu erwarten bei denen. War es eigentlich auch bei uns schon nicht. Weil die waren ja auch in kompletter schlechter Form, wo wir gegen die gespielt haben. Trotzdem haben sie uns katastrophal abgeschossen. Okay, das hier gucken wir uns gerade an. Creswell akzeptiert, Chris Long akzeptiert, Paul Southern akzeptiert. Neue Idee für Fanartikel. Torwart-Trikot, haha, guter Witz. Na, Türvorlage, das ist wichtig, dass die Leute auf uns rumtrampeln können. Ja, Gott, ich meine, das ist ja, wir sind immer noch sehr gut im Plus, was man hinten sehen kann. Wo ich das hier gerade mir angucke, die Sponsoren sind wahrscheinlich wieder Amok am Laufen, ne, sind sie gar nicht. VIP-Logen natürlich gegen Rom. Da habe ich das wieder ein bisschen vernachlässigt mit den Karten und so.
Aber alles in Ordnung bei denen. So, Burgener Trainingsziel. Eben haben wir noch geguckt. Bei dem, der hat überhaupt keine. Grätsche. Zweikampf ist ein Innenverteidiger. Das kann er natürlich dann absolut brauchen. Robustheit auch. Die anderen beiden Dinger sind schon ganz gut. Birger Verstrate verlängert. Nathaniel Chaloba verlängert auch. Defensiver Mittelfeldspieler. Den hatten wir uns ja so leicht hinter die Ohren geschrieben, falls der nicht verlängern würde. Aber jetzt hat er definitiv dann bis 2021 das Ding erneuert. Aber ist auch nicht schlimm. So, nee, was wollte ich? Ich wollte nochmal beim Mittag... Nee, ach Mensch. Beim dritten Mal hat es endlich funktioniert. Ich wollte mir mal hier nach Gehalt sortieren. Und dann wollte ich mal gucken, wo wir nicht unbedingt denjenigen bräuchten. Ich meine, der Einzige, der mir jetzt einfällt, ist Obiang im zentralen Mittelfeld. Wir haben mit Wangelik, Nico Weser, ihr habt es gesehen, Jungs, die da absolut nachkommen. Deswegen, also Obiang ist auch so ein bisschen auf der Abschussliste. Wir können das ja mal versuchen. Ist nicht unbedingt ein Muss, dass der weggehen muss, aber wir könnten es ja mal versuchen. Hier 17 Millionen, würde ich mal sagen, als Minimum. Und 32 fordern wir. Das wird sowieso keine Sau machen, aber wir können es ja mal echt mal angehen. England, Italien, also der möchte eigentlich nur nach den großen Ligen. Also hier brauchen wir gar nicht zu probieren, glaube ich, bei Madrid und bei Barca. Ich denke, wenn der nicht so teuer wäre, vielleicht noch eine Möglichkeit. Vielleicht AS Rom. Das ist natürlich auch viel Kohle. Wir lassen ihn einfach mal stehen auf der Transferliste. Vielleicht kommt ja irgendjemand an und möchten haben. England, ich kann mir eigentlich nur Tottenham vorstellen. Da hatten wir mit Miralas schon Glück. Nee, das gibt nichts, das gibt nichts. Nee. Chelsea noch als letzter Strohhalm. Nee. Spielagenten beauftragen, ich mache das mal so, und wenn es nicht funktioniert. Aber das fällt mir jetzt ein. Also das wäre der einzige Spieler, wo ich sagen würde, okay, Geld ist sehr viel. Er spielt eigentlich relativ wenig für diese Summe. Ansonsten überhaupt kein Problem. Auch hier unten nicht. Also der Kader gefällt mir eigentlich wirklich sehr gut. Wir können gerade nochmal reingucken hier bei der Kaderplanung, dass wir hier die Leute mal rausschmeißen. Miralas raus. Die lassen wir stehen. Die kommen ja alle neu. Also wir haben da wirklich einen wahnsinnigen Pool, was danach kommt. Zugänge. Abraham, den müssen wir auch noch dabei nehmen. So, wer ist denn hier noch aufgeführt? Eigentlich, ja, die Stammmannschaft. Wo ist denn eigentlich... Wo ist denn eigentlich... Ich habe gerade irgendwo ein Problem, weil Viktor Fischer taucht hier irgendwo auf. Jetzt haben wir ihn hier. Den tausche ich mal mit Fossen. Jan Mvia, der muss ja auch noch irgendwo hier hin. Matt Green, wer ist denn hier eigentlich eher so einer, der weg könnte? Na gut, setze ich die mal auf die Tribüne, ist ja in Ordnung. Zugänge, also jetzt müssten wir eigentlich alle haben. Abgänge kann ich hier nicht sehen. Nö, das ist eigentlich nicht schlecht. Jetzt haben wir es zumindest hier mal aufgelistet nochmal, wie das aussehen könnte nächstes Jahr. Leighton Baines kommt natürlich auf die Bank mit einer 81. Rauvelu, was haben wir denn hier noch Starkes? Matt Green. Da kommt nämlich dann auch das nächste Problem auf uns zu, ne? Green oder Rauvelu? Wer ist da Nummer 2? Weil ich glaube, Heitinger, das wird sich dann auf kurz oder lang schnell verabschieden. James Simmons, das sind eigentlich auch wieder Kandidaten für eine Laie. Kleine Bram auch nicht schlecht für linke Verteidigung. Da kommt wirklich einiges auf uns zu. Gabet haben wir natürlich auch noch für die Seite. Man darf gespannt sein. So, jetzt gucken wir uns mal die Mannschaft an, wie wir auflaufen wollen gegen Queen's Park. Also wir können ruhig mit der kompletten Garde spielen, mit der ersten Garde, weil wir haben danach ein bisschen Pause, 11 Tage. Und dann zweimal Manchester, erst FA Cup und dann Liga auswärts und dann kommt Rom. Also drei absolute Knaller, das schreit schon wieder nach dreimal 3D-Spiel in Folge hier. Okay, was machen wir mit Christiansen? Nö, ich lasse einfach mal Kosemann stehen. Njui oder Sigurdsson? Naja, ich glaube, wir lassen das mal so. Hier unten ist alles gut, ne? Colocini hört auf, Miralas geht, Landström geht, Kagawa ist verletzt, einzig Jan Mvia steht da so ein bisschen außen vor. Aber du kannst halt nicht alle auf die Bank setzen, leider. So, Taktik noch. Mal gucken, wie die spielen. Wir müssen hier ein bisschen wieder gucken. Lassen wir mal so stehen. Also eigentlich hat mir das ganz gut gefallen. Also nicht so offensiv mit der Abwehr zu stehen. Und ich meine, was gegen Barcelona funktioniert, sollte ja eigentlich auch dann gegen kleinere Vereine in der Liga klappen. Elchidor und Ngok. Wobei Ngok hier wirklich sehr gefährlich ist. Die meisten Tore geschossen hat. Granero bereitet sehr viel vor. Das heißt, er bekommt die Sonderbewachung.
Und Robinson, traue ich das zu, dass der das schafft. Also wieder komplett anders wie gegen Barcelona. Heute mal wieder mit Manndeckung. Haben eine gute Mannschaft, die Jungs von Queen's Park. Angefangen vom Torwart. Und auch vom Mittelfeld, ne? Also kann man nicht meckern. Sturm ist auch klasse. Wird kein Selbstläufer, ne? Aber wir spielen zumindest zu Hause. Das heißt, ja, es wäre schön, wenn wir oben die zwei, die vor uns stehen, ein bisschen ärgern könnten. Gehen wir es an. Textmodus gegen Queen's Park. Bis gleich, Leute.